So, willkommen zu einem neuen Projekt. Erstmal hier. Hier steckt Exploria drin. Die habe ich mit, Reinforced Stone gerade eingebaut, hatte ich gerade da. Das dauert ein bisschen länger zum Abbauen, wie man hier sieht. Die ist gerade AFK, also Essen. Hab dann aber hier so eine kleine Belohnung hingestellt. Und was ich heute machen will, ist, der Meta-Fabricator, der hat hier gerade volle Energie leistet und kein Scrap mehr, um New Meta herzustellen. Das würde ich gerne automatisieren. Und der erste Schritt ist, dass ich hier ein... Ich hatte halt hier vorne einen Recycler stehen und da muss ich immer Stein reintun. Der hat das dann recycelt mit dem Strom von den Teilen hier und in Scrap verwandelt, mit einer prozentualen Chance in einem gewissen. Und dann mit Tubes halt hier rein speisen lassen, was ich mit dem Autarkic Gate gemacht habe, der dann überprüft, ob hier noch was reinpasst, und dann schickt er die Sachen halt dahin. Das habe ich früher mit dem Motor gemacht, aber so ist das halt ja effizienter oder wie nennt man das, nicht klüger, wohl auch eleganter, genau. Und der erste Schritt ist, dass ich hier ein Item Tesseract hinsetze, den auf Privat stelle. Receive only Frequenz 3 mache ich mal und nenne das Scrap Meta Set. So, dann kann ich das nachher auch zubauen. Mache ich es noch nicht, weil ich muss noch irgendwas überprüfen oder so. Und jetzt, also hier hat mein Bruder mal kurz nach Weihnachten angefangen, was zu bauen. Habe ich hier gerade kurz ausgebaut für den Keller. Und da muss ich kurz noch einen Recycler herstellen. Und dann könnte es sein, dass wir schon alle Sachen haben. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Elektrischen Schaltkreis. Ich bin mal gespannt, wann Exploria dazu kommt. Elektrischer Schaltkreis habe ich ja nicht mehr. Moment, ich habe hier bestimmt noch Kabel drin. Jupp. Und da ist sie. Wenn die schlau ist, macht er einfach Set Home. Ach, schade. Ah, ich lasse den Laser nicht wegmachen. Ich könnte jetzt natürlich die ganze Zeit wieder Blöcke vorsetzen. Ja, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich Set Home gemacht, wäre nach Hause gewesen und dann wieder hierhin teleportiert. Ja, jetzt teleportiert sich zurück. Toll. Wollte ich einen Schaltkreis, da war auch ein Fall und dann einfach. Ich muss jetzt einfach raus, das Problem ist auch nicht. Ja, total toll ist. Schaltkreis. Mission Block. Mit Schein. Professor. Northdown. Elfenbeck. Durch. So vielleicht. Und was gibt es noch? Zwei von einem. Aber die Zeitung. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Geld. Das brauchen wir. Oh. Das schnappt sie sich halt alles. Jetzt so ein Power-Tool-Gedöns irgendwie. Das ist mega simpel zu bauen, da braucht man, das kann man direkt am Anfang machen, ist viel zu übertrieben, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Was hat die hier? Naja. Ich will mal sehen, wie schnell das geht mit dem Abbauen, aber die springt hier wohl gerade nur rum. Dann lassen wir die noch mal weiter rumspringen. Man könnte das auch mit einer anderen Mod machen, da hatte ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Mit irgendwie Blue Electric oder ich weiß es nicht mehr, wie Mod. Boah, jetzt baut es sich hier hin. Alles wieder ausbessern. Nicht Blue Electric Mod. Ach, irgendwas mit Redstone und eine andere Maschine mit Tubes, da soll das irgendwie effizienter gehen. Das habe ich in meiner alten Mod auch gemacht.
Ja, in meiner alten Welt habe ich es gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Dann braucht man Lava auf jeden Fall und Wasser. Und Lava hier. Ah, da braucht man noch. Ja, weil ich hab auch noch mal Feuer. Ich schläg mich auch immer. Dann soll hier und dann soll Stein bei rauskommen, genau in den Zwischenspeicher, also das ist der Hopper. Und das soll dann in den Recycler kommen. Für den Recycler brauchen wir gleich noch irgendwie Strom. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Da werde ich dann wahrscheinlich einen Schnitt setzen, damit ich das mit dem Strom noch vorbereite. Und den Mining Laser sollte ich von der Leiste nehmen. Ja, Ender Pouch in die Ender Pouch. Nein. Dann recycelt er das. Der Output ist, glaube ich, hinten. Ja. Strom von der Seite vielleicht. Auf jeden Fall ist der Output hinten, meine ich. Da brauchen wir dann eine Woolen Pipe. Ich will den Scrap nämlich nicht direkt ausgeben, sondern erstmal in Scrapboxen umwandeln. Die sind dann ja 9-mal dichter als Scrap. Autarkic Gate rein und wenn Platz im Inventar ist, was da gleich reinkommt. Space Inventory, dann soll er ein ja, Puls aussenden, damit die rausgesogen werden, die Sachen. Dann tue ich mal hier ein Auto-Crafting Table hin. Aua! Das spuckt mir Fisch aus. Dann brauche ich neuen Scrap. Scrap habe ich gerade nicht mehr, das muss ich dann hier so reinlegen, dann wird hier eine Scrapbox gemacht und die Grabbox, ich weiß nicht, ob ich die auch rauspumpen muss oder direkt in den Tesseract reinpacken kann. Dann mache ich es einfach mal erstmal direkt in den Tesseract. Hat mir einfach Fisch hingeschmissen. Oh Mann. Ich schätze sie so auf 14 oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, vielleicht guckst du dir auch das Video hier an. Wohl hat ja auch in ihrer eigenen Singleplayer-Welt so ein Scrapbox-Herstellungsgedöns. Ist schon gut, sag ich mal. Moment. Space in Inventory. Energy Pulse. Obwohl der Space von dem Tesseract ist unendlich groß, glaube ich, oder extrem groß, deswegen setze ich da als Zwischenspeicher erstmal eine Kiste oder ein Barrel. Ein Barrel wäre ganz geil. 64 Stacks. Obwohl auch Barrels ein bisschen schwierig sind. Da kann man, glaube ich, nur von oben reinpumpen und von unten raus oder sowas. Muss ich dann alles noch ausprobieren. Aber passt auf jeden Fall mehr rein als in eine Kiste. Außer vielleicht Diamantkiste oder so, das weiß ich nicht mehr. Ja. Der muss auf jeden Fall von unten gefüllt werden, der Barrel. Und vielleicht kann man den von der Seite ausfüllen. Dann brauche ich noch eine Wooden Pipe. Wooden Pipe, was? Ich hab die auch. Ja, irgendwas.
Los, auf Mars. Fisch. Was an? Können wir brauchen. Ziel lassen. Und hier vielleicht rauspumpen, ich weiß es nicht mehr. Dann in den Tesseract rein. Ja, wann soll der da rein? Also wenn man es direkt in den Tesseract reingepackt hätte. Nicht in den Tesseract, sondern in den Metafabricator. Konnte man es mit Redstone-Signalen machen, dass man... Wo ist er denn? Mist. Jetzt baut die doch hier irgendwas. Manchmal baust du auch für mich irgendwas. Wenn man es in den dritten Metafabricator reingepackt hätte, hätte man ein Signal vom Metafabricator aus erstellen können mit so einem Gate, falls... Ach, jetzt wieder ein Zauberstab. Nix. Hier noch ein. Warum hat sie mir den 3 hingeschmissen? Also wenn kein Platz mehr, dann kann man einstellen mit so einem Gate, wenn kein Platz mehr im Inventar ist, also im Metafabricator, gibt dann ein Redstone-Signal aus, dann kann man im anderen Gate machen, wenn ein Redstone-Signal ankommt, soll er keine mehr ausgeben. Beziehungsweise wenn ein Redstone-Signal aus ist, soll er welche ausgeben. Und das Problem ist, dass der Tesseract, glaube ich, unendlich... Oh, da ist irgendwas explodiert. Lol. Das vergesse ich immer auszustellen. Ja, dass er, glaube ich, unendlich viel Platz hat. Der macht jetzt schon automatisch mit einem Lava und einem Wasser unendlich Cobblestone. Und dann weiß ich nicht, ob es der Server irgendwie leckt, aber ich probiere das erstmal aus und recherchiere dann, wie viel Platz in dem Inventar ist. Gut, dann brauche ich jetzt eigentlich, um das auszuprobieren, nur noch Strom. Das Dingen. Hier hin. Dramatisches Servo. Liquid Tesseract, na endlich. Das Croften dauert eigentlich immer am längsten bei den Projekten. Aber manchmal auch nicht. So's. Ich könnte mir jetzt auch einfach mal Public Lava nehmen. So. Nix drin. Dann nehme ich doch mal eine eigene Lava. 10.000. Der hält das aus. 24 per Tick. Da haben wir Strom. Da haben wir Overclocker. Ah, reicht nicht vom Strom. Ah, das ist die richtige Geschwindigkeit. Und das reicht vom Strom. Das sind ja, das Scrap wird da rausgehauen. Ich brauche auch erstmal einen neuen. Höck. Ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Extruder. Yep.
Eigentlich hätte ich das Kabel ja gar nicht gebraucht. Einfach hier so dran packen. Jetzt habe ich auch schon 10.000 Lava da drin. Komm schon! Ach, lass ich einfach mal so. Kann man jetzt ja kompakter machen, das hier kann man wahrscheinlich auch kompakter machen. Aber ich probiere Dinge erstmal aus und dann Version 2.0 sozusagen zu machen oder zu kompaktisieren, mache ich dann später. Scrapboxen. Die müssen jetzt auch irgendwie rausgesogen werden. Dann packe ich mal hier die Scrapbox rein. Und dann müsste der, sobald hier zwei von allen drin sind, logischerweise, die Scrapbox rausziehen. Und ich mache auf jeden Fall einen zweiten Extruder. Ha, hat er gemacht, da sind jetzt zwei drin. Es müsste... Space and Inventory Energy Pulse müsste dann eigentlich hier reingehen. Aber vielleicht nimmt er das Inventory, was bei dem zweiten Item Tesseract rauskommt. Send only. Eigentlich müsste das ja funktionieren. Da macht er jetzt so. Ach ja, der, von der Seite kann er vielleicht nicht rausziehen. Vielleicht nur von unten. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob der Tesseract von oben wiederum gefüllt werden kann. Ich mach voll mal kurz ab. Mach den dahin. Ah, ich konnte ihn auch direkt hier hinpacken. Jetzt hier immer Energiepulser. Space im Inventory Energiepulser. Ja, gehen da rein. Sehr gut. Da haben wir leer. Ja, kann man so anbieten. Natürlich jetzt nicht schön oder so. Muss ich alles später machen. Später! Erstmal die grundlegenden Sachen. Da haben wir die Strapboxen drin, ja. Funktioniert doch super. Was ist denn noch? Das haben wir schon. Was ist denn los? Ständig auch schon anrufen. Ah nein. So, was ist denn so? Was ist denn den Hundschaden, den ich habe? Ich weiß nicht, was ich überhaupt brauche. Okay, schon. Ich bin schon davon. Muss ich mal den Strom messen. Wie viel Uhr ist das? 55. Moment. Fuck, das ist voll. 55 ist zu wenig. Ich glaube, ich habe sie. Das war ja auch so ein Tool. Gerade mit einem Schach. Mit einem Schach. Die 52 immer. Das war Bono. Und dann immer 85. 26, ja. Müssen wir mal Kreuz 2 setzen. Sonst aber. Ich weiß ja mehr. Und das sind 20 Seiten. Ja. Dann sieht es aus, funktioniert. Ja, die Leute sagen, wir setzen an. Dann passt das nicht. 600 da. Und 600 da. Und 600 da. Aber warum? Hab ich jetzt falsch? Ich glaube, das ist voll. Ich weiß, das ist zu weit. Weil ich ja nicht Energie habe. Also nicht losgehört. Aber auch nicht sehr viel Energie. Und ja, das geht auch. Bei Outwatch. Genau gleich dem, genau, ich natürlich, wenn es so ausziehen. Und ich denke, das ist raus. 84 und dann werden wir zu. Okay, das ist auch klar. Dann sehen wir, was wir auch noch aus dem Internet haben. Wir haben noch keine Rechnung. Warum sind wir? Eigentlich hat man nicht so einen Ausdruck. Dann wird das auch
Muss alles, oder? Ja. Nichts anderes. Ja, ich zeige euch ein bisschen dazu. Ich bin hier. Ja. Gehen wir noch. Oh, sind wir jetzt. Den mach ich, ja. Das ist auch so nicht. Das ist ein bisschen was. 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 So. Jetzt soll dann sich drei brauchen mit den Overclockern. Aber so viel Spread brauche ich ja insgesamt nicht. Ja, das ist dann die automatische Spread-Produktion, wobei ich halt noch nicht weiß, obwohl ich ja mit dem Redstone-Signal, wie ich das mal erklärt hatte, vorhin cooler finde und ich halt noch nicht weiß, wie groß das Inventar ist oder ob das Inventar vom Metafabricator gezählt wird. Oh, krass. Und was ich noch nicht natürlich auch wissen, mit multiplen Satzzeichen. Mit dem Inventar weiß ich noch nicht und die ja, allgemeine Geschwindigkeit, die ich hierfür brauche, also wie viel Extruder ich brauche. Macht das schon schneller, der Recycler, als was reinkommt. Brauche ich das hier nicht? Ja. Dann, wie gesagt, machen wir die ganze warum kommt der Scrap jetzt nicht hier rein? Und Space Inventory Energy Pulser. Da ist Space. Mal rausnehmen. Das ist ja mal interessant. Jetzt noch weniger dran. Oder... ich weiß gerade auch nicht, was hier los ist. Da waren auf jeden Fall gerade zwei Sprite mehr drin. Hype ist aber richtig rum. Aber der hat... Inventory full, Energy Pulse.
anmacht hat plötzlich. Also, ja, weil er wahrscheinlich das voll ist, wenn da bereits einer nur drin ist in jedem Spot. Dann muss ich das irgendwie anders machen. Ich kann natürlich die ganze Zeit einen Pulsar geben. Vielleicht funktioniert das mit Inventory Empty. Dass das Empty ist, solange nicht alle die zwei haben. So. Also vorerst funktioniert das jetzt so. Ja, dann verabschiede ich mich. Und sag bis zum nächsten Projekt. Also das Heavy Metal wird auch schon automatisiert, das ist automatisch nicht mehr gegrieft werden kann, nicht mehr geklaut werden kann, dann hier reingepumpt wird und dass es auch automatisch mit Strom und mit Strap versorgt wird. Dann haben wir das schon mal automatisiert alles. Das sind so die ersten Projekte sozusagen, die man auch so macht in dem Spiel. Das ist noch kein größeres Projekt, das sind nicht die ersten Projekte, aber es sind so Standardprojekte. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Projekt, sondern auch irgendwann zu komplexeren. Bis dann. Ciao.